Ich möchte nun noch einiges sagen zu der Ansteuerung des Vier-Quadranten-Störers. Das heißt, wir wollen jetzt unterschiedliche Ansteuerverfahren kennenlernen. Wir malen den nochmal kurz ab. Für die folgenden Betrachtungen werden wir wieder ausgehen von einer Schaltung mit IGBTs und Freilaufdioden. Das heißt, ich habe wieder vier IGBTs mit den dazugehörigen antiparallelen Freilaufdioden. Wir benennen diese IGBTs wieder so durch, wie wir das vorher auch schon hatten. Das heißt, links oben ist der Transistor T1, die Freilaufdiode heißt D1, drunter T2 und D2, rechts T3, D3 und T4, D4. Wir werden unsere Last jetzt modellieren als die Serienschaltung aus einer Induktivität und einer induzierten Spannung. Das heißt, ich nenne diese Spannung hier UI und habe dort eine Induktivität L. Die Gesamtspannung dort drüber wird wieder die Ausgangsspannung sein. Und tatsächlich soll das hier bloß ein vereinfachtes Modell sein, ein Gleichstrommotor. Es wird Folgendes gelten, dass der Mittelwert der Ausgangsspannung gleich der induzierten Spannung ist. Achtung, das hier ist UI, das hier oben ist der Strich von dem IGBT und nicht der Strich für die Mittelwertbildung. Das heißt, bei dem Motor, beim Gleichstrommotor, wird sich diese induzierte Spannung so einstellen, dass ihr Mittelwert gleich dem Mittelwert der anliegenden Spannung an den Klemmen entsprechen wird. Und wir werden dann hier einen Strom IA haben, der dort reinfließt. Und dann werden wir jetzt immer annehmen, dass wenn jetzt Strom und Spannung in die gleiche Richtung hier zeigen, wir Motorbetrieb haben. Das heißt, wenn wir jetzt haben IA mal UI ist größer als 0, haben wir Motorbetrieb. Und wenn wir IA mal UI haben, das Produkt kleiner als 0, dann werden wir Generatorbetrieb haben. Dann werden nämlich Strom und Spannung in unterschiedliche Richtungen zeigen und dann wird der Motor sozusagen diese Spannungsquelle hier Energie zurückspeisen in unsere Versorgungsspannungsquelle UE. Und jetzt wollen wir uns angucken, drei Arten der Ansteuerung. Es gibt mit Sicherheit noch viel mehr. Das heißt, das erste wird sein, wir haben einen Hochsetzsteller bzw. Tiefsetzstellerbetrieb. In diesem Zustand wird es jetzt so sein, dass immer bloß ein Schalter von diesen vieren Pulsweiten modelliert getaktet wird und ein Schalter wird dauerhaft eingeschaltet sein, werden wir uns gleich angucken. Wir arbeiten dann jeweils nur in einem Quadranten und je nachdem, in welchem Quadranten wir arbeiten wollen, werden wir dann die Kombinationen von Takten im Schalter und fest eingeschalteten Schalter ändern. Im zweiten werden wir dann die sogenannte gleichzeitige Taktung kennenlernen. Bei der gleichzeitigen Taktung werden immer diagonal gegenüberliegende Schalter gleichzeitig eingeschaltet sein. Das heißt, zum Beispiel T1 und T4 werden gleichzeitig eingeschaltet sein und T2 und T3 und wir schalten zwischen diesen Zuständen hin und her. Und das dritte wird sein die alternierende Taktung. Dort werden wir zwar dieselben Einschaltzeiten haben wie bei der gleichzeitigen Taktung, aber die beiden Halbbrückenzweige werden zueinander versetzt eingeschaltet sein. Gucken wir uns das an. Zunächst das erste Ansteuerverfahren. Dieser Hochtiefsetzstellerbetrieb, das ist vielleicht die einfachste Betriebsart, die wir uns vorstellen können. Fangen wir zunächst an. Der erste Fall ist, dass wir sagen, unsere Ausgangsspannung ist größer als 0. Das heißt, der Mittelwert der Ausgangsspannung, der gleich der induzierten Spannung ist, ist größer als 0. Dann können wir aus diesem Vier-Quadranten-Steller sozusagen einen Tiefsetzsteller generieren, indem wir den Transistor T4 dauerhaft einschalten und T1 takten, sodass dann die Diode D2 hier als die Freilaufdiode fungiert. Das heißt, was ich jetzt machen werde für diese erste Ansteuerungsart, ich werde nur die Komponenten zeichnen, die dann sozusagen tatsächlich eine Rolle spielen. Der erste Tiefsetzstellerbetrieb wird also sein für eine Spannung UI größer als 0 und IA größer als 0, sonst wäre es nicht kein Tiefsetzsteller, werden wir gleich sehen, dass T1 taktet, Pulsweiten moduliert, die Diode D2 als Freilaufdiode arbeitet und der Schalter T4 dauerhaft eingeschaltet ist. Das heißt hier, T1 taktet, T4 ist dauerhaft ein. Das ist Tiefsetzstellerbetriebsmodus, falls die induzierte Spannung größer als 0 ist, der Mittelwert der Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom auch größer als 0 ist. Das heißt, falls tatsächlich dieser Strom IA in diese Richtung größer als 0 fließt und die Spannung UI größer als 0 ist, dann wird auch der Mittelwert der Spannung UA, der gleich dieser Spannung UI ist größer als 0 sein. Und das ist dann der Tiefsetzstellerbetrieb. Tatsächlich wird dann Energie von der Eingangsspannungsquelle aufgenommen und zum Motor geliefert werden. Haben wir jetzt den anderen Fall, dass jetzt zwar diese induzierte Spannung größer als 0 ist, aber der Strom umgekehrt wird, dann haben wir einen Hochsetzstellerbetrieb. Das machen wir hier auf der rechten Seite. Deswegen hier auch rechts Hochsetzstellerbetrieb. Für den Fall UA Mittel gleich UI größer als 0, aber IA kleiner als 0, wird die Schaltung Energie vom Motor aufnehmen und
zurückspeisen an die Quelle. Wie geht das vonstatten? Schauen wir kurz in die ursprüngliche Schaltung rein. Tatsächlich wird das dann so sein, dass dann auch hier wiederum T4 dauernd eingeschaltet ist, aber nun T2 getaktet wird und D1 die Freilaufdiode des Hochsetzstellers bilden werden. Das heißt tatsächlich, während das Aufmalen, werden wir hier D1 haben. Das wird die Diode dieses Hochsetzstellers sein. Es taktet nun T2, Pulsweitenmodulation, T4 bleibt weiterhin dauerhaft eingeschaltet. Die Spannung UI ist weiterhin größer als 0, aber der Strom IA ist jetzt kleiner als 0, das heißt tatsächlich fließt der hier raus und wir werden einen Energietransport vom Motor zur Quelle haben. Das ist also der Betrieb, Tiefsetzsteller, Hochsetzstellerbetrieb für eine positive mittlere Ausgangsspannung. Das kann jetzt auch für den Fall, dass der Mittelwert der Ausgangsspannung, der gleich der induzierten Spannung ist, die kleiner als 0 ist, hier nun zwei Schaltzustände kriegen, Tiefsetzsteller und Hochsetzstellerbetrieb. Was sich ändert ist, dass tatsächlich sich jetzt die Beziehung für die Ströme ändern. Das heißt, Tiefsetzstellerbetrieb werde ich jetzt wieder haben, wenn IA kleiner als 0 ist, im Gegensatz zu vorher. Dann kann ich hier die Schaltung aufmalen. Das heißt tatsächlich, habe ich wieder meine Induktivität, meine induzierte Spannung, UI, die ist jetzt kleiner als 0. Der Strom IA wird jetzt auch kleiner als 0 sein, in die umgekehrte Richtung fließen. Der Transistor, der jetzt dauerhaft eingeschaltet ist, ist T2. Und es wird hier der Transistor T3 takten, Pulsweitenmodulation angetrieben werden. Und die Freilaufdiode wird jetzt die Diode D4 sein. Nun haben wir sozusagen über die rechte Halbbrücke hier einen Tiefsetzsteller gebildet, um Energie von der Eingangsspannungsquelle aufzunehmen und an diesen Motor zu liefern. Die mittlere Ausgangsspannung UA wird jetzt hier auch kleiner als 0 sein, wenn wir den Spannungsbezugsfall hier wie vorher dargestellt von links nach rechts positiv wählen. Das heißt, hier kann ich auch sagen, okay, dritter Betrieb, jetzt taktet hier T3 und T2 ist dauernd ein. Und entsprechend der vierte Betriebszustand, den wir hier kriegen in diesem Tiefsetzsteller-Hochsetzsteller-Betrieb, wenn die mittlere Ausgangsspannung hier kleiner als 0 ist und der Strom IA jetzt aber größer als 0 ist, es wird weiterhin T2 dauerhaft eingeschaltet sein. Und nun taktet der Transistor T4 und bildet zusammen mit der Diode D3 dann den Hochsetzsteller. Strom IA ist jetzt größer als 0, fließt also hier von links nach rechts durch diese Induktivität und es wird Energie abgegeben an die Eingangsspannungsquelle, die zum Beispiel in Form von kinetischer Energie in dem Motor gespeichert ist. Das ist so die einfachste Betriebsart. Auf die genauen Zeitverläufe von Ström und Spannung gehen wir nicht drauf ein, weil das hier ja nichts anderes ist als normaler Tiefsetzsteller- oder Hochsetzstellerbetrieb. Wir nutzen aber immer bloß sozusagen einen Teil dieser Vollbrückenschaltung. Das heißt hier, wie gesagt, T4 taktet und T2 dauerhaft ein. Wir haben also immer einen Schalter, der dann dauerhaft eingeschaltet ist und einen, der taktet und kriegen damit gleiche Vorgänge wie bei den ursprünglichen Tiefsetzstellern und Hochsetzstellern.